Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu den Sims 3. Ich habe meine kleine Tiefphase mit den Sims beendet. Nachdem ich meinen kleinen Mittagsschlaf gehalten habe, sieht die Welt schon wieder anders aus für mich. Und ich bin nicht mehr so davon überzeugt, dass wir das Let's Play aufgeben müssen, denn wir bauen jetzt erstmal ein bisschen aus. Mal gucken, was wir uns so leisten können. Ich möchte nämlich ein bisschen das Haus vergrößern. Und verschönern. Ach, da haben wir Bodenfenster. Das wusste ich ja gar nicht. Ist ja verrückt. So. Kann ich das eigentlich hier bewegen? Nee. Ziehen wir mal ein paar Wände. Verkleinern die Terrasse ein wenig. So. Dass die Küchentür zur Terrasse noch bleibt. Und das war's. Mehr können wir uns nicht leisten. Aber wir haben schon mal ein neues Zimmer geschaffen. Was das sein wird, werden wir bald erfahren. So, wir brauchen noch Tapete. Wir nehmen diese Papete. Jo. Und dann gucken, ob wir noch Fenster leisten können. Fenster. Was ist denn schön für so ein Zimmer? Quadratische Sichtstreifen von Standard. Ich habe Strand gelesen. Standardausgabe. Die kosten das gleiche. Ja, nehmen wir die, würde ich sagen. Machen wir da eins hin. Da eins hin. Da eins hin. Wollen wir uns noch eine Tür leisten können? Nein, können wir nicht. Schade. Hier kommt dann noch eine Terrassentür hin irgendwann. Ist da jetzt eigentlich ein Dach drauf? Nee. Gut, dann regnet es da noch rein. Was ist denn da oben? Was ist denn hier? Hä? Warum ist hier ein Zimmer? Wie kommt man... Ah nee, das ist nur hochgebaut. Aber da könnte man noch so eine Art Dachboden reinbauen. Ja, in dem Zimmer liegt jetzt Schnee. Das ist schön. Da müssen wir dann bei den nächsten Gehaltschecks mal noch ein Dach reinziehen. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur einen runter. So, es kann natürlich wieder schneller gehen, wenn sie schlafen. Ein neues Zimmerchen, beziehungsweise ich erzähle mal, was ich vorhabe. Und zwar möchte ich hier zwei größere Schlafzimmer reinknallen, dass wir dann hier so ein Durchgangs-was auch immer Zimmer haben. Weil, oder wir machen hieraus ein Schlafzimmer, hier machen wir ein Schlafzimmer rein und ein Entertainment-Zimmer irgendwie, wo auch der Computer mal rein kann, damit der nicht hier stehen muss. Und was ich auch vorhab, dem Rain möchte ich nicht ganz der Wahrheit entsprechend, aber doch irgendwie das Gitarrespielen beibringen, weil das möchte ich selber auch sehr gerne persönlich. Aber ich bringe einfach nicht die, ja, wie soll ich sagen, den Durchhaltewillen bringe ich nicht auf. Es ist ein richtiger Schneesturm hier gerade. Und die Fahrgemeinschaft fährt bald. Was braucht er denn? Er braucht was zu essen. Fish and Chips zum Frühstück ist immer gut. Ja, auf Toilette gehen muss er nicht unbedingt, aber er kann sich dann mal die Hände waschen. Und er ist krank. Ein Gericht zubereiten. Ja, das wird geschehen. Ja, Britta ist ja irgendwie gestorben in der letzten Folge. Die war so assi zu uns. Mit der wollen wir nichts mehr zu tun haben eigentlich. Was muss er tun? Er muss auch Reste essen. Fish and Chips. Und sich auch die Hände waschen. Was war da noch? Ach so, Upgrade. Upgrades. Ja, und natürlich die Haustiersache ist auch nicht vergessen. Die wird auch irgendwann noch kommen. Da bin ich mir ganz sicher. Ein Schneeengel machen. Oh, das müssen wir mal tun. Das müssen wir mal tun. Statt... Oh Gott, der Hund bringt so viel, ey. Naja, vielleicht bleibt der Wunsch noch eine Weile bestehen, dass wir dann einen anderen dafür nicht kicken müssen. Möp, möp. Da ist hier, mit wem fahren wir eigentlich? Kann man das sehen? Nein. Wir wissen nicht, mit wem wir fahren. Irgendjemand wird es sein. Und Rainbird geht zur Arbeit. Ja, die Hände waschen brauchst du dann auch nicht mehr. Kannst du ja vielleicht auf der Arbeit. Vielleicht kann man auf der Arbeit ja auch mal die Hände waschen. Das sollte ja eigentlich möglich sein. Im Rahmen der Arbeitszeit. Aber du kannst doch auf Toilette gehen. Na. Wenn sie jetzt erstmal eine halbe Stunde die Hände gewaschen hat. Ja. Boom, Saba. Boom. Die Drachen sind wieder da. Was, auf was kommt er jetzt von selber? Tanzen.
die alte Leidenschaft von Patipota, die nie enden wird. Yeah, shake, 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 shake your booty. Shake, shake, shake. Wir schuften mal wie verrückt. Charisma ist schon super. Braucht drei, hat drei. Vielleicht wird er dann heute nochmal befördert. So, nicht mehr tanzen, Musik aus, arbeiten gehen. Arbeit, Arbeit. Gesundheit. Wirst du auch krank, Pontiputta? Hart arbeiten. Vielleicht hilft es ja, dass sie noch weiter befördert werden. Aber wir brauchen dringend mehr Geld. Pontiputta regt sich ja immer so, der Echte. Was ist denn da? Was wächst denn da rein? Nach Hause. Achso. Der Busch wächst ins Haus. Schaut mal, der hat einen Ableger im Haus. Jetzt nicht mehr. Da kommt er wieder. Da weht er ins Haus rein. Ja, Pontiputta regt sich ja in echt jetzt immer drüber auf. Bei Panti gibt es folgende Arbeit zu erledigen. Medizin, Impfklinik. Klicke auf den Button unten, um mit der Arbeit zu beginnen. Du kannst die Arbeit auch später beginnen, indem du die Karten als einfach verfügbar. Ja. Ach so, nein, 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 nein. Das machen wir nach der Arbeit. Wir wollen ja nicht schon wieder hier die Arbeit versauen. Nein, jetzt geht ja schon wieder. Scheiße. Hätte ich da aber nicht drauf geklickt. Jetzt macht er seinen Schneeengel. Wo ist er denn? Panti? Wo genau bist du? Ein Schneeengel. Super. So, Impfklinik-Job erledigen. Scheiße, Mann. Hätte ich da mal nicht draufgeklickt. Hätte er nicht aufgehört zu arbeiten. Warum zittern die denn so? Ist denen kalt? Es ist Winter und denen ist ganz doll kalt. Ja, Impfmampf. Oh, das ist aber mal Schnee. Bis über die Oberschenkel. Alter Schalter. Es ist Winter, meine Damen und Herren. Es ist Winter. Dann werde ich mal losimpfen. Was für ein gruseliger Ort, ja. Die Sitzung soll 4 Stunden dauern. So, wer möchte denn geimpft werden hier am Friedhof? Hallo? Anybody? Da kommt einer. Da kommt einer. Da hängt das Spiel. Da hängt das Spiel, da kommt es wieder. Impfen. Ich jetzt nicht irgendwie Grabsteine angucken oder so? Impfen. Ist ja lustig, diese Arbeit. Das ist ja toll, dass man da auch ohne diese Traumkarrieren zu spielen, dass man da trotzdem noch so ein bisschen selber was tun kann. Impfen. Das ist ein Star. Es ist Joe Johnson schon wieder. Stuhl. Vertretungslehrer unersetzlich. Vertretungslehrer haben es nicht leicht. Deshalb wünscht die Schulleitung, dass die Vertretungslehrer unersetzlich liest. Damit verbessert du seine Jobleistung sowie die Beziehung zu deinem Vorgesetzten. Ja, bitte. Impfen. Impfen. Gejagt. Was für ein Vampir jagt den denn? In der Uni ja schon. Also normaler Betrieb macht er eh wieder wunderbar. So, impfen. Noch jemand, der geimpft werden möchte von mir? Sonst unterhalte ich mich mit Pontiputta. Mit Sophia Martingale. Aber scheinbar möchte keiner mehr geimpft werden. Was machen die denn da? Die spielen... Pontiputta spielt Fangen mit einer Frau mit Krückstock. Das ist ja mal wieder typisch. Warte, Pontiputta, ich kriege dich. Einen Moment, hör auf, Fangen zu spielen jetzt. Irgendjemand da, der noch geimpft werden will? Rain hat sein Tagewerk vollbracht. Wunderbar. Wo siehst du dazu? Alles wunderbar. Er ist zu spät zu Abend. Er ist nicht zu spät zu Abend gekommen, ist einfach wieder nach Hause gegangen. 5 von 5 Sims wurden erfolgreich geimpft. Super. So.
Rainbird fährt nach Hause. Seiner schnieken Fahrgemeinschaft. Danke, bis morgen. Tschüss. Okay, Sonntag. So, einmal duschen bitte. Nee, nicht du. Du. Du gehst duschen. Und spielst dann ein Computerspiel. Ein Rennspiel. Und du gehst danach auch duschen, aber erstmal nicht. Warum steht er vor der Dusche? Ah. Ach, zieht sich erstmal um, dann zieht er sich aus und dann geht er duschen. So ist richtig. Was ist denn los hier? Was ist denn dein Problem, Panty? Zieht er sich wieder seine Rettungssanitäter-Klamotte an? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. So, jetzt muss er erstmal wieder viel Spaß haben. Was ist das? Überarbeitet. Nachdem Rain in letzter Zeit zu viel gearbeitet hat und kaum Freizeit hatte, müssen die Überstunden jetzt ein Ende haben. Ja, sie haben hoffentlich bald ein Ende. So, bevor du duschen gehst, räumst du nochmal alles auf und gehst dann erst duschen. So, Raymond hat wieder Spaß. Kann danach mal das Buch lesen. Der Pantibuta. My first love, Flicker, Flicker. So, wir schauen da mal eben, ob wir hier eine Decke reinziehen können. Fundament, Veranda, Absatz. Oder muss ich da ein Dach draufziehen? Ein Flachdach, ganz genau. Ein simples Flachdach hätte ich gerne. Kostet auch nichts so. Und zack, regnet es nicht mehr rein. Hätte ich gewusst, dass das kostenlos ist, hätte ich das gestern schon gemacht, aber egal. Ist das nicht, warum ist denn da ein Ritze zwischen? Warte mal. Hier sind Bretter mit Dübeln. Ist da jetzt immer noch eine Ritze zwischen? Ja. Warum? Warum ist da eine Ritze zwischen? Kann man das mal einer sagen? Ich hoffe, das ist keine Ritze, wo es wirklich reinregnet und so. Das hoffe ich doch mal. So, bist du hier eigentlich fertig? Nein. Kannst danach dann mal das Klo weiter upgraden, damit es nicht mehr kaputt geht. Was ist das? Sternzeichen? Nee. Nee, nee, nee. Und heute beschäftigen wir uns auch nicht mit Orla oder wie sie heißt. Wie heißt sie noch gleich? Oriole. Das machen wir morgen wieder. Heute ist Zeit für Erholung. Wunderbar, genug erholt. Und Fachbuch lesen. Und der Computer ist kaputt. Reparieren. Hör auf, das Klo zu dingsen. Du gehst ans Handy ran. Geh an die Handy ran! Hallo erstmal für Rainbird. Es macht doch immer wieder Spaß, neue Sims kennenzulernen. Man muss sich nur einen kleinen Ruck geben. Ein Bekannter von dir ist der Meinung, du solltest mal eine neue Bekanntschaft in der Nachbarschaft schließen, knüpfe einen neuen Kontakt, um eure Beziehung zu verbessern und eine kleine Finanzspritze zu erhalten. Nee. So, setz dich mal hin, lies das Buch und du reparierst jetzt diesen Kack-Computer. Zum zweiten Mal schon. Da, 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 da. Ja, Pantibuta, kann er den eigentlich auch irgendwie verbessern? Verbessern? Weiteres Anwesen kaufen? Nein. Kann er da nichts mit machen? Doch. Grafiken verbessern durch unzerstörbar ersetzen. Ach so. Nee, die Grafiken, verbesserte Grafiken sehen ja schon ganz cool. Warum ist hier schmutzig? Achso, kannst du da mal sauber machen? Wenn dich das stört, dass das so schmutzig ist, dann mach es doch mal sauber, wenn es dich so stört. So, das ist auch besser so, wunderbar. Schlorg. Schlorg.
Kann man nicht sehen, waren die sich verbessert? Scheinbar nicht. Hier ein Spiel erstmal nur einfach so. Er hat Hunger. Er serviert mal ein Abendessen. Gemüserollen, die gingen ganz schnell und waren ja auch recht lecker. Und kostet nichts. Fertig. Wochenfähigkeit verbessern, ist auch geplant. Du hast eigentlich gar keinen Hunger. So wirklich. Jetzt mal auf Klo gehen. Aber trotzdem mal einen Teller nehmen. Reste wegstellen. Vorher gehst du nochmal auf Klo. Räumst aber bitte noch deine Teller auf. So geht's ja nun nicht. So, Teller nehmen. Aha, er kann die Herausforderung Klempner abschließen. Nein, nein, du sollst das Toilette benutzen. Achso, nach dem Essen, ja, ist okay. Gucken, ob er selber aufräumt. Ja, der ist ja gut erzogen. Reste wegstellen. Kann er sich gleich nochmal die Hände waschen und dann auch schon mal ins Bett gehen. Ja, ja, du gehst gleich ins Bett, du auch. Nachdem du jetzt auf dem Klo warst, gehst du auch ins Bett. Ist das schon wieder so dreckig? Was stört ihn denn? Was ist denn dreckig? Verstehe ich nicht. Wo ist denn hier Dreck? Wo ist denn hier Dreck in diesem Haus? Ich sehe keinen Dreck. Dieser Raum ist auch noch unbetretbar. Doch von draußen, oder? Habe ich hier keine Tür eingebaut? Nee, also von draußen zumindest nicht. Aber wir können ja mal eben auch noch mal... Nein. Die Fundamentwand nehmen. Damit das auch dazu passt, natürlich. Und da haben wir dann auch wunderbar, wunderbar. Auch sind wir im Keller. Nee, den Keller wollte ich nicht. In 2 Tagen haben wir Schneeflockentag. Iss viele Speisen, veranstalte eine Party oder wähle einen Ort, an dem du diesen fröhlichen Feiertag mit Freunden und Familie begehen wirst. Das werden wir mit unseren beiden Liebchen natürlich tun. Keine Frage. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüsschen!